Hey ho meine Lieben, heute machen wir wieder ein kleines Grillquota-Video. Kein eigenes Rezept, sondern wir machen die Paketvergrillung aus Österreich. Jawohl, die Schweinsmeisel, so haben es glaube ich geheißen, werden wir vergrillen. Die Käsequainer, die Berner Würstchen, ja, und was wir dazu machen, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Ich glaube nur irgendwas mit Kartoffelprodukten war noch da. Das werden wir nachher sehen. Jetzt haben wir es gerade 14,2 Grad hier herin. Also die Kohlen sind noch im Anglühen. Jetzt und 16,41. Ich denke, dass wir ja, so eine halbe Stunde dann hier reinkommen. Dass mein Schatz dann mitkommt. Ja, und dann werden wir ganz gemütlich die Sachen vergrillen und verspeisen. Das ist dann unser heutiges Abendessen. Überhaupt unser heutiges Essen. Und ich hoffe ganz einfach, ihr habt dabei ein bisschen Spaß. Ja, und legen wir los, werden wir groß und satt. Jawohl. Gut. Schauen wir noch kurz, wie es bei der Kohlen aussieht und dann warten wir, dass es noch ein klein bisschen wärmer wird. Ja, und dann können wir endgültig loslegen. So sieht's in der Feuerstelle momentan aus. Ich benutze übrigens, weil die Frage auch kam, ob ich den gar nicht verwende. Doch, heute verwende ich den höhenverstellbaren Grillrost. Ja, und leg mal los, habe ich doch gerade schon gesagt. Ja. Bis gleich. Ganz einfach. Oh, der Brülleimer nervt schon wieder. Am Handy mit Nachrichten. Ja, also, fangen wir mal an. Ich habe den Original Kremser Senf. Kremser Senf, ja. Auch mit rausgeholt. Dann natürlich auch den Estragon Senf. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Dann werden wir diese Teile hier auch probieren. Da bin ich auch gespannt. Ja. So. Die Würstel habe ich jetzt alle in eine Dose und die Schweinsmeisen und genau das lege ich vom jeden jetzt ein Pärchen drauf. Und ja, dann fangen wir so ganz gemütlich zum Grillen an. Jetzt muss ich aber gucken, was der andere Nasenbär schon wieder von mir will. Ja, ja, Michi, da war ich noch jung und knackig. Heute bist du noch jung. Jetzt hat er Glück gehabt. Naja, dann störe ich mal nicht weiter bei deiner Filmerei. Gut Blut, mein Freund. Das hast jetzt aber schön gesagt und Glück gehabt, weil das ist jetzt alles im Video drin. Haha, okay. Aber Leute, ich mache jetzt weiter, wir legen auf. Ja, das ist schon witzig mit dem, der schafft es wirklich immer wieder, mich bei meiner Videofilmerei zu stören, sage ich jetzt schon fast. Und ärgern tut er mich ja sowieso recht gerne. Dann zwei von den Berner Würstchen. Erst einmal schön weit oben, weil ich weiß ja jetzt nicht so ganz genau, bis wann Schatzi kommt. Ne? So. Und die Schweinsmeisen, die legen wir jetzt auch einfach mal hier mit drauf. Und so grillen wir jetzt das Ganze einfach, bis es, ja, soweit fertig ist. Könnt ihr das lesen?
Du Sack, wenn ich mal im Lotto auch so viel Glück hätte. Ja, ich sag's ja, der schafft's immer wieder. Gut. Ich kann jetzt ja die Höhe verstellen, extra ein bisschen höher, dass wir da ein bisschen ja, mehr Zeit haben. Und in der Zwischenzeit, da war doch noch eine Frage beim letzten Video oder beim vorletzten. Hallihallo, mein Schatz. Wie sieht's aus? Ja, ich hab's gerade draufgelegt. Oh, Gemüse. Ja, hast du dein Handy dabei? Nein. Schade. Warum? Bisschen Fragen beantworten von den letzten Videos nebenbei. Da war eine Frage, wie ich meine Grill oder unsere Grillkota gekauft habe. Ja, das ist ganz einfach. Man nimmt Kontakt mit einem Hersteller auf. Man sucht sich einen Hersteller raus. Lässt sich ein Angebot geben. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Weg. Am besten ist, schickt eure Frau auf Reha. Genau, eine Frau auf Reha schicken und dann einfach eine Grillkota kaufen. Das ist es. Aller Sinnvollste. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau so. Also, ich habe Skandinavik Woodart angeschrieben. Das sind für mich einfach mit die allerbesten Grillkotas. Und für manche anderen auch. Es ist qualitativ auch wirklich sehr hochwertig. Ja, anschreiben, Angebot anfordern und dann mit denen einig werden. Und dann einfach loslegen. Kannst du das nach unten tun, dass das ein wenig schneller geht? Nein! Weil meine Kartoffeltaschen sind schon fertig. Ja, die kannst du dann schon holen. Die kann man ja teilweise da oben mit drauflegen. Wenn du willst, dass das Ganze verbrennt, dann stelle ich es tiefer. Langer mal da oben drüber, was das für Hitze ist. Das sind. Du hast mich gehetzt. Ich habe dich gar nicht gehetzt. Doch? Nein, habe ich nicht. Schau, das wird ja schon. Jetzt habe ich wieder gemauldert. Nein, du hast nicht gemaulert. Das ist jetzt das Erste, was wieder kommt. Ich habe gemaulert. Nein, du hast nicht gemaulert. Wir haben uns unterhalten. Aber du hast nicht gemaulert. Das verstehe ich auch nicht, wieso die Leute immer darauf kommen. Ja, ganz normal. Gut. Drehen wir die Cam wieder um, dass ihr was seht. Maximal ein klein bisschen tiefer können wir gehen, aber... Ich hoffe, dass das nicht zu ungesund ist. So, das muss reichen. Ja, dann hole ich jetzt die Kartoffeln. Jo, mach das. Und ich nasche dabei mein Gemüse. Gemüse, Erbsen und Möhrchen. Sehr lecker. Ja, und wie gesagt, das grillen wir jetzt, bis soweit fertig ist. Und dann schalte ich die Cam wieder ein. Eins hätte ich jetzt fast vergessen. Was gehört zu einer österreichischen Paketvergrillung? Ganz klar, ein Original Red Bull aus Österreich. Da habe ich auch schon eine Mitteilung gekriegt, dass das ja original aus Thailand kommt. Ja, mag sein, aber Red Bull hat es gekauft, hat es übernommen und Zentrale von Red Bull ist ja auch in Österreich, also für mich ist das ein österreichisches Produkt. Und das schmeckt anders als die deutsche Version. Nebenbei ein bisschen drehen und wenden. Jo, bei den Käsekreinern tritt so langsam der Käse schon aus. Oh, lecker, 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 lecker. Einfach wirklich nur ein gemütliches Vergrillen. So, wo fange ich jetzt an? Ich würde sagen, ich fange mit dem Käsequeiner an. Du mit dem Berner. Ja. Jawohl. Und dann hätte ich gerne den Senf. Ja. Bitteschön. Welchen? Käm jetzt da auf mich und das Tellerchen. Also. Gemüse.
Kartoffelprodukte, das ist fast schon ein Gefriert-Rundfund. Da habe ich eigentlich auch schon gedacht, wir haben gar nichts mehr davon. So, ich probiere jetzt hier gleich mal den Estragon-Senf. Gibst du mir den anderen auch, ja? Das ist ja süßer. Oh, der schmeckt total geil. Ein süßer Senf? Mhm. Oh, geil. Oh, ich liebe süßen Senf. Süßer Senf ist eh der Beste. Aber anders wie unsere. Einfach bloß geil, die Käsekörner. Süßer Senf. Hm. Der ist ein bisschen feiner als unserer. Mhm. Hm. Aber kommt geil. So. Estragon-Senf. Kommt auch gut, hat auch ein bisschen Feuer, nicht viel. Die berühmten Kartoffeltaschen. Heiß. Aber die Käsekörner sind einfach zu lecker. Die sind wirklich, wirklich lecker. Wie heißt das Fleisch? Schweinsmeisen. Ja, Martin, an dich nochmal vielen recht herzlichen Dank. Hm. Herrlich. Hm? Hm. Schatz, wie schmeckt das Berner Würstchen? Lecker. Lecker? Ja, bin ich auch gleich soweit. Und wenn ich das Berner Würstchen dann probiere, hole ich euch wieder dazu. So, sage ich jetzt. Wir werden beim Berner Würstchen schön mit Speck umwickelt, wecken. Heiß. Oh, ist sehr heiß. Sehr lecker. Also den Klemmser Senf, den kann ich in Deutschland schon wieder mal nicht kaufen. Gib mir doch mal nochmal den rüber, bitte. Den süßen? Mhm. Mhm. Tja. Okay, Leute, dann esse ich jetzt erst noch mal Würstchen fertig und dann geht's an die Schweinsmeisen. Jetzt haben wir die Dinger hier noch gar nicht probiert. Wo ist es? Schau das an, wenn du es probieren willst, bitte. Ich glaube, mir persönlich reicht es dann schon, wenn ich die Schweinsmeise noch gegessen habe. Und die schnappe ich mir jetzt. Weil irgendwann wird es zu viel zum Essen. Ich mag nur ein Stückchen hier. Ich schaffe das sowieso nicht mehr. Boah, riecht es gut. Riecht es lecker. Schaut euch das mal an hier. Wahrscheinlich viel zu heiß. Für Schatzi,
Ja. Vielleicht kannst du den Geschmack von der Schweinsmeise zuordnen. Ist so heiß. Tun wir die auch gleich mal runter hier. Ist mir da Österreich jetzt böse, wenn ich sage, das ist irgendwie eine Mischung zwischen Leberkäse und Fleischpflanze? Na, ich hoffe mal nicht. Anders wüsste ich jetzt den Geschmack nicht ganz beschreiben zu können. Schatz, jetzt probier mal, weil danach können wir nämlich dann auch das Video beenden. Aber lecker. Aber lecker sind sie. Jetzt bin ich auf Schatzis Urteil gespannt. Also ich sag, schmeckt irgendwie wie eine Mischung zwischen Leberkäse und Fleischpflanzen. Obwohl die Konsistenz nicht wie ein Leberkäse ist. Ja, das schon. Oder was meinst du dazu? Ja, aber Hackfleisch, nach Hackfleisch schmeckt es jetzt auch nicht. Ja, sag ich ja. Hast du auch deine Probleme, das zuzuordnen? Mhm, aber schmeckt sehr gut. Vom ja. Her ist sehr gut. Also, schmeckt auf alle Fälle sehr gut. Die Peperoni-Teile, die gefüllten, haben wir jetzt halt nicht probiert. Aber alles andere, geil war's. Ja, richtig geil. Nochmal vielen Dank nach Österreich, dass wir kulinarischen kleinen Ausflug machen durften, wenn man schon in der Corona-Zeit ans Zuhause gebunden ist. Ja, und Leute, wenn euch dieses kleine Verkosterli-Probiererli-Video gefallen hat, wäre ein Daumen nach oben ganz schön, ein paar nette freundliche Kommentare unten drunter. Und wem mein Kanal gefällt, der darf natürlich gerne abonnieren, auf den Abo-Button drücken. Ja, ist völlig kostenlos und der kriegt es dann wenigstens mit, sofern er dann auch die Glocke aktiviert, immer gleich, wenn ein neues Video kommt. Gut Leute, das war's an dieser Stelle. Hasta la vista, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschaikowski. Möchtest du auch noch was sagen? Das Essen ist sehr, sehr lecker. Vielen Dank nach Österreich. Ciao.